Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Wir sind jetzt hier in dieser Höhle und kämpfen gleich gegen diesen Team Aqua-Typ, der jetzt hier steht. Was, du willst gegen uns antreten? Na dann hol dir eine Tracht Prügel. Grrr, man sollte sie alle klein... was hat da jetzt geschehen? Egal. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen und dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesem Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Jo, mach ich. So bin ich eben. Team Aquarüpel, bla bla. Los, Xalas. Mist, der ist besser wie ich. Egal, komm, Kratzer. Aber ich glaube, der hatte nur ein Pokémon, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel Pokémon der hatte. Macht auf jeden Fall nichts, auch wenn er 2 Level 11 Pfiffien hat, die mache ich platt. Da hat er keine Chance. Ja, wenn er so weitermacht, dann wird das hier ein Spaziergang. Auch wenn mein Xardas erst auf Level 8 ist. Aber ich denke mal, so langsam könnte eigentlich auch mal eine Tackle oder so machen. Der Gegner. Muss er natürlich nicht. Ja, jetzt macht das natürlich. Und ich habe gewonnen. Meine Xardas macht dieses Fifien platt. Und das war auch schon das ganze Match, ja. Noob. Mein schwächstes Pokémon hat ihn besiegt. Der Boss hat gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war ein Paket von Devon zu stehlen. Zäh. Wenn du es so dringend wiederhaben willst, dann nimm es halt. Devon-Ware erhalten. Sehr gut. So. Er haut ab. Da kommt der alte Opa. Hat sein Pokémon wieder. Jetzt bekomme ich bestimmt noch ein Item, denke ich mal. Okay. So, ich muss auch wieder dahin. Weil ich nämlich zu diesem Typ muss, in dem grünen Anzug. Der sucht ja die Devon-Ware da. Aber vorher kämpfe ich noch gegen dieses Flurmel hier. Das dürfte... ja, das könnte doch noch knapp werden hier. Ja, Mist. Okay, dann eben mein Tic-Tacs. Streng dich an, Tic-Tacs. Tackle. Oh, treff doch. Aber jetzt habe ich wenigstens mal noch Auswahl zwischen Tackle und Kopfnuss hier bei Tic-Tacs. Und nicht immer nur Tackle machen müssen. Gut, dann geht's jetzt zu diesem Typ in dem Grün da zurück. Oh Mann, ich will nicht die ganze Zeit kämpfen hier. Wieder so in den Kader. Los, Tic-Tacs. Also, und diesmal mache ich mal eine Kopfnuss gegen dieses Ninkada. Und der macht natürlich direkt mal einen Blutsauger. Aber das hat ihm jetzt nicht so viel gebracht. Komm, hau rein, Junge. Wow, Volltreffer. Sehr stark. Mal sehen, 65 EP. Naja, das hat sich doch gelohnt. So, wahrscheinlich noch ein Kampf. Ja. Hier kommt noch mal ein Vieh. Ein Schwalbini. Könnte ich ja jetzt rein theoretisch fangen, ist mir aber zu schwach. Das lohnt sich nicht mehr zu leveln. So, noch eine Kopfnuss und das Vieh ist K.O.
Jawohl, so sieht's aus. Jetzt bekomme ich wieder meine EP. Ja, okay, 50 EP. Da hat das Vieh eben mehr EP gegeben. So, und hier steht doch jetzt der Typ in dem Grünen. Genau, da ist er. Oh, und wie sieht es aus? Die Devon-Waren. Du hast es geschafft, du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Super. Das finde ich super. Jetzt soll ich ihm folgen. Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deine Taten bin. Darf ich dich bitten, es zur Werft in Graphitport City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es den Dieben erneut in die Hände fallen würde. Ah, hehehehe. Also, was ist das denn für ein Satz? Kann ich auch dieses Mal mit dir rechnen? Ja, ja, klar, komm. Hau ab jetzt, so. Was jetzt? Aha. Jetzt will der Präsident noch mit mir reden. Ich bin Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unsere Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Blablabla City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Faustauhaven Halt machen und Troy in Faustauhaven einen Brief von mir überbringen? Brief erhalten. David packt Brief in die Blabla-Tasche. Mr. Drum, nun, du solltest wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies geben. Den Pokenav, aha. Dieses Gerät, es ist ein Pokenavigator, oder kurz Pokenav. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Höhen. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Karte, wo die Orte Hausthausen und Blablabla City sind. Blablabla. Jetzt redet er noch über Team Aqua und Team Aqua. Trainerruf ausgestattet. Aha. Pokenav. So, jetzt soll ich den Präsidenten anrufen. Okay. Also, dieser Pokenav. Bringt mir noch nichts, weil ich die Karte noch nicht habe. Die geht irgendwie nicht. Komisch. Geht's hier lang? Ah ne, da ging's ja nicht lang. Da muss ich lang, muss dann wahrscheinlich durch die komplette Höhle durch. In der ich eben ja schon drin war. Wow, jetzt durch das ganze hohe Gras gekommen, ohne ein Monster vor die Füße zu bekommen. In diesem Berggasthaus kann ich wohl nicht so viel machen. Da ist ein Mann, der sich ganz alleine seinen Weg nach Wiesenflur gräbt. Er versucht verzweifelt durchzukommen. Er sagt, wenn er Schritt für Schritt ohne laute Maschinen gräbt, werden die Pokémon nicht gestört und ihren natürlichen Lebensraum bleibt erhalten. Okay. Hier gibt es jetzt nichts wirklich Interessantes. Bla bla. Vielleicht kriege ich noch von irgendeinem Item, das wäre cool. Weil manchmal bekommt man in so Hütten von irgendeinem dann einfach so einen Trank oder was. Oder irgendwie, keine Ahnung. Ich war ja schon in der einen Hütte da, wo ich die Beere bekommen habe. Aber hier habe ich jetzt leider nichts gekriegt. Naja, halb so wild. Gehe ich hier mal weiter. Warum graben sie nicht weiter? Ist das Gestein zu hart? Meine Geliebte, bla 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 bla. Aber ich muss doch jetzt hier weiter. Ja, was soll ich machen? Ja, aber ich habe noch keinen Zertrümmerer, also komme ich hier nicht weiter.
Es kommt dann natürlich noch ein Pokémon, das nerven muss, ey. Schon wieder hier so ein Noobvieh, Flurmel. Ein wildes Flurmel erscheint. Los, Xalas. Kratzer, ja. Kratzer passt hier jetzt gut. Und nochmal Kratzer. Oh, Volltreffer, sehr gut. Das sieht doch gut aus. Noch einmal Kratzer und der Gegner ist K.O. So, damit bin ich aus der Höhle draußen und das war's dann auch erstmal wieder mit Let's Play Pokémon Smaragd. Bis zum nächsten Mal. Ciao.